Hallo Leute, herzlich willkommen bei Silberfeld Games & More. Ich bin der Flo und wir spielen Final Fantasy 9. Wir sind gerade in so einer Art Endzeit-Szenario hier. Sidan flippt völlig aus, ist ganz alleine und will alles alleine machen und hat irgendwie, ja, keine Ahnung, ist eine lehnlose Puppe oder auch nicht. Und ja, kriegt aber immer zur Unterstützung von seinen Freunden und ja, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Lilly, du versuchst es also ganz auf eigene Faust? Bitte versteh doch, ich kann die anderen nicht noch weiter hineinziehen. Ich dachte, wir wären Freunde. Das sind wir auch. Und gerade deswegen wollte ich nicht. Ich bin kein Mensch von Gaia. Es hätte genauso kommen können, dass ich es bin, der Alexandria ins Unglück gestürzt. Glaubst du, da kann ich einfach ruhigen Gewissens mit euch weiterziehen? Sidan, du warst immer für uns da, wenn wir dich brauchten. Aber du bist es, der nicht versteht. Denn wir waren und sind ebenso für dich da. Genauso wie du auf uns aufgepasst hast, haben wir auch auf dich aufgepasst. Genauso wie du uns vertraut hast, an uns geglaubt hast, haben wir dir vertraut und an dich geglaubt, Sidan. So wie du uns immer beschützt hast, möchten wir dich jetzt beschützen. Wir möchten dich beschützen, Sidan. Lilly, so ist es, Schmampf. Mein Meister sagt immer: Hast du was Schleckerisch bekommen, musst du was Schleckerisch geben, Mampf. Sieh dann, ich schulde dir noch jede Menge saftiger Frösche. Wiener, würde ich dich allein ziehen lassen, wäre ich der Ritterschaft nicht würdig. Der Name Steiner für immer befleckt. Also, versuch erst gar nicht, uns davon abzubringen. Wir werden dir bis zum bitteren Ende folgen. Steiner, ich glaube, ihr seid genau so große Kindsköpfe, wie ich es bin. Das Kompliment gebe ich zurück. Dann lass uns gehen. Aber Moment, wo sind die anderen vier? Kann es sein, dass sie vielleicht ausgesperrt wurden? Wahrscheinlich, Mann. Es kommt davon, weil der Herr meinte, alles alleine zu können meistern. Das muss ich zustimmen. Einfach unverantwortlich. Ja. Ist gut. Ich hab's ja eingesehen, dass holen wir die anderen und gehen alle gemeinsam. Gut. Einmal wieder zurück. Oh. Vielleicht finde ich ja noch einen. Mucki, ja, da steht einer. Als hätte ich's gedacht. Sidan, du, einfach so allein loszuziehen gilt nicht. Entschuldigt, Leute, ich weiß jetzt, eure Hilfe brauche. Aber nur, wenn du uns nicht mehr allein lässt. Aber nein. Du scheinst dich also endgültig entschieden zu haben? Immer dieses lästige Hin und Her. Ja, genau, das sagst du richtig. Und jetzt gibt es nur noch einen Weg zu Garland. Ja, da fällt mir ein. Pumukri aus Branbalu war so nett und ist mit uns gekommen. Wenn ihr eine Pause braucht, sagt Bescheid, Kupo. Korrekt, wir wollten uns helfen. Ja, zusammen schaffen wir es. Gut, jawohl, dann wollen wir mal unser Team wieder aufstellen. Alko. Häuslein, speichern. Gruppenmitglieder. Achso, nee, halt. Mockshop, mal gucken. Haben wir noch was anderes? Oh, Mann, bitte. Noch nicht? Selten? Ja. Sehr schön. So, speichern wir mal eine Runde und dann gucken wir mal, ob wir uns Garland stellen können. Wunderbar. Auf die Plätze fertig. Was wir werden mal noch gucken, ob wir irgendwas neu anlegen können, vielleicht. Ja, Auge um Auge könnte erlernen oder Dienstkarte. Da haben wir, glaube ich, nichts Neues. So, ich würde mal gucken, was. Was hat er hier vorher? Wait, wait, wait.
Federstufe. Ah, absorbiert das Element gerade. Okay, cool. Das war sehr hilfreich in dem letzten Kampf, würde ich sagen. So, wir fangen noch Penicillin an. Gut, Lilly. Da haben wir nichts Neues gekauft. Goldkäppchen. Kann sie nichts Neues lernen. Hier haben wir nichts Neues gekauft. Latex-Tora, das war auch so. Dunkelkristall Odin hat sie fertig. Ja, dann holen wir uns jetzt Bahamu ins Team. Dann werden die mal richtig starken Augen für Ligand. Elfenflöte. Ja, wir haben ja die Hammelflöte gekauft. Was war das denn noch? Reflekt, das lernen wir anders. Hammelflöte. Vigra, Stärke und Juwel. Endlich Vigra. Baskenmütze. Ja, können wir eine bessere Zauberabwehr 38. Ja, ist okay. So, Wille. Zauberabwehr 39, nehmen wir den. Das lassen wir so. Und hier lernt sie noch Karfunkel und Reflex. Ich sollte mal gucken, ob sie ihre mächtige Beste eigentlich schon erlernt hat. Ideen anfangen. Nee, das müssen wir noch erlernen mit dem Haarband. Und das werden wir jetzt auch anlegen. So, Vivi lernt noch Reflex, okay, Kraftkittel. Hier Zauber ein Hoch, dann machen wir das so. Hier hat er nichts Neues. Hier lernt er noch immer Regina und hier lernt er noch. Gut, dann sind wir bereit, denke ich. Schwupp, achso. Ist die Frage, wir haben ja bei Vivi immer noch immer Reflex an. Aber ich denke mal, dass. Lass ich das so? Ich lasse das einfach mal so. Und dann werde ich sehen, wie wir das so meistern. Okay, was haben wir hier für ein komisches? Drücken. Okay. 30 Sekunden Zeit, für was denn? For what? Oh mein Gott, ein Mobol. Ich würde mal sagen, wir gehen mal schnell ab. Jetzt hat sie Trunks, ne? Aber genau das meine ich. Wir sind kurz vorm großen Gegner und. Jetzt hauen wir ab. So scheuert, ey. Richtig behindert. Ach ja, und tschüss. So, wir haben die Zeit, ist jetzt abgelaufen. Ich nehme an. Keine Ahnung. Okay, es geht also nicht weiter. Dann werden wir uns mal einen kleinen Trick machen. Ne, anders. So. Okay, ich darf nicht an die leuchtenden Säulendinger-Gedöns ran. Richtig? Richtig. Was sind das denn für kleine Flummi-Hopser? Ich will trotzdem abhauen, weil es mich nervt. Ich will jetzt zu dem Endgegner und einen richtigen Kampf machen. Was ist los? Yeah! So, nochmal bitte. Auf Anfang. Schalter drücken? Ja, lieber nicht. Doch, so. Okay, alle leuchten. Jawohl, die drei. Und mal da lang. Halt. So, ah, verdammt! Oh, es ist dein fucking Ernst, ey.
Haha, Arschloch. So, los, 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 lauf, lauf, Schlappe, lauf. Entschuldigung. Konzentration, wir sind gleich da, hoffe ich. Dam, dam, da. Okay, was ist das wieder hier für ein Scheiß? Momentane Höhe 1, momentane Richtung 0. Ändern. Hier. Schwierig. Okay, was muss ich da machen können? Aber? Wir müssen aber weiter gucken, ob ich hier irgendeine auf das Rätselslösung komme oder komme ich hier so hoch? Aha. Komme ich also nicht weiter. Jetzt habe ich 4 gewählt. Ja. Könnte so machen. Und dann dahin. Ja. Ja. Das hat er gut hingehauen. Okay, wir haben die Kiste verpasst, aber ja, mein Gott. So what? Oh. Ach, das sieht nach vielen Teleportern aus hier. Das mag ich doch nicht so was. Ich nehme hier, was es da lang geht, ja. Dann geh doch mal nach oben. Okay. So. Wo wir da hin? Okay, zum Mukri. Nee, wir sind jetzt bei der Kiste. Okay, okay. Springerstiefel? Statt der Springerstiefel? Sorry. Springerstiefel. Ja, warum nicht, ne? So, okay. Haben wir die Kiste schon mal? Ja, dann von da sind wir gekommen. Gehen mal da hin. Ach schön. Mensch. Guck mal, wie das klappt hier. So, ne? Sind wir bei Mukri. Hallo. Ich hab einen Brief für dich, meine Kleine. Nee, noch nicht. Ein Brief von Mornok. Wo ist er wohl? Mein erster Brief mit dem Mornok-Kupo. Ich verschluck vor Aufregung gleich meine Bommel-Kupo. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Kupo, Kupo. Ja, völlig aus dem Häuschen. Nimm das zum Dank. Kokonus. Hast du vielleicht einen Brief? Nee, aber an wen sollst du den noch schicken, wa? So, ja, gut. Okay, da geht's weiter. Wie komme ich jetzt an die andere Kiste? Es gab doch keinen anderen Teleporter mehr, oder? Teleporter. Ah. Aber jetzt wird's gefährlich. Wollt ihr trotzdem weitergehen? Ja, na, warum denn nicht? Was war die Warnung? Was ist das für eine riesengroße, ekelhafte Pflanze? Ach, da ist er ja. Dort siehst du nur die Sternwarte, wo du mir sagtest, sieh dann, du siehst derjenige, du seist derjenige, der mir den Tod bringe. Aber überlege, ist es denn nicht das Leben selbst, das den Tod bringt, um zu überleben? Entreißen wir anderen ihr Leben? Um selbst an uns eigen Fleisch und Blut legen wir manchmal Hand an? Der Sinn des Lebens liegt im Töten, diese qualvollen Schmerzen nur dann überleben zu können, wenn wir einen anderen nehmen. Eine ausgereifte Zivilisation wird diesem Schmerz bald unterliegen. Die Seelen Terras schlafen, bis auf dieser Schmerz vergessen ist. Oh. Und erwachen dann auf ihrer neuen Dimension, auf einem neuen Planeten. Bla bla bla.
In einer Zeit auf einer Welt, die selbst über das Land und sogar den Tod erhaben sind. Und wir sind es, die erhaben sind. Wir sind es, die Schicksal verurteilt wurden. Wir sind die Existenzen, die selbst über das Leben und Tod stehen. Zidane, ich frag dich noch einmal, wer bist du? Garland, du tust mir leid. Aber unserer Unvollkommenheit haben wir Freunde, die uns helfen. Alleine das ist der Grund genug für mich zu leben. Wir beschützen, was uns richtig ist, die Menschen, die uns richtig sind. Wir mussten zwar viele Umwege. Was? Wir mussten zwar viele Umwege gehen, aber am Ende haben wir uns alle selbst gefunden. Vielleicht sind wir wieder Wesen, aber gerade. Vielleicht sind wir niedere Wesen, aber gerade deswegen unterstützen wir uns und machen uns stark. Dann lasst mich euren starken Willen im Angesicht des Todes auf die Probe stellen. Ja! Und ich will gegen dich selber kämpfen, nicht gegen den silbernen Drachen von Kuya. Wären das vielleicht Zweikämpfe? Naja, wollen wir mal gucken. So, Vivi sammeln. Du kannst mal Nadine rufen. Du klaust. Und du kannst mal... ja, genau. Bahamu rufen. So, Vivi, du machst mal Blitzkai. So, guckt's euch an. Einer der letztesten Bestias im ganzen Spiel. Mega. Mega. Drago-Panzer geklaut. Das kann viel. Tomadi. So, jetzt kommt Mega Flair. Habe ich gar nicht gesehen, was abgezogen hat. Das war so schnell verwischt. So, wie die Blitzka auf sich selbst. Sehr schön. Das zieht das ab. Auch 4200, ey. So, Lili, du greifst mal Zidane an. Wir hatten das vorhin 4 abgezogen. Verstehe ich nicht. Verfehlt, na Gott sei Dank. Elixier geklaut. So, Alko. Romani. Sehr schön. Du kannst nicht mal angreifen. Toll.
Grad gegen Welle. Okay. Lilly hat, Cross, na sag schon. Cross, Mensch. Ja, sie dann ist wieder da. Rico hat nur noch 58 Magie-Punkte. So, und die will ich jetzt nochmal da annehmen. Jawoll, 5300 Magie. Ich hab's da fehlgeschlagen. Okay, okay. Komm schon, Bahamu. Mega Flair. Ich muss gucken, was abzieht. Unit, kann das sein? Er schwächelt, oder? Jawoll. Adios, Silberdrache. Fick dich, Mann! So, 13 AP. Windelschweif. Okay, mal, mal gucken. Aber den Kampf gegen Garland werden wir dann in der nächsten Folge sehen, Leute. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch ein Like da. Ich würde mich auch über einen Kommentar freuen. Ja, und wir sehen uns einfach wieder, wenn es heißt Final Fantasy 9. Ich bin der Flo und ich bin raus.